Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Wir sind wieder mal in Sanctuary Hills und machen uns gleich auf den Weiterweg. Denn wir haben eine neue Quest im Augenschein, im Augenlicht, das wir machen möchten. Und zwar müssen wir hier hin. Doch wie schaffen wir das? Indem wir uns mal zum Flughafen hier hin porten und das kleine Stück dort rauflaufen. Jo. Ich möchte nämlich so gut es geht jetzt da mal schauen, dass wir so ziemlich alle Quests mal durchkriegen, bevor wir dann mal ein bisschen weiterbauen. Oder wir bauen zwischendrin mal weiter. In der Aufnahmesession, die ich jetzt mache, wird bestehen aus 4 Folgen. Da tun wir jetzt mal auf jeden Fall Questen. Und dann schauen wir mal, ob wir 1, 2 Baufolgen wieder machen. Vielleicht bei der Vault oder irgendwo anders, wo es uns gerade passt. So zwischendrin ist sowieso immer was oder meistens was zum Bauen dabei. Wie eben letztes Mal bei der Siedlung, die wir da ein bisschen noch ausgeholfen haben. Jo, so, circa in etwa, ja, ist das mal gedacht. Die Brüderschaft. Ich muss zugeben, ein bisschen bereue ich es schon, dass ich die Raider nicht ausgelöscht habe komplett. Das hätte ich machen sollen bei Nuka World. Das wäre moralisch richtig gewesen. Da ich ja eigentlich ein guter Spieler sein möchte, aber, wie soll man sagen, im Spiel, ja, es ist halt ein Spiel, ich mache dann Let's Play, ich möchte auch verschiedene Sachen zeigen, nicht immer nur die braven, guten Seiten, sondern auch mal das gemeine, fiese, ja, fies und gemein. So, wir öffnen das mal, wir gehen da rein, wir machen das wieder so, ich hoffe, es geht wieder so schnell wie beim letzten Dungeon, das lief ja recht gut. Ich werde wieder nur das mitnehmen, ja, was Schrott ist, was Waffen sind. Die Rüstungen lasse ich wieder liegen. Wow. Zu 100% einsammeln tue ich nicht unbedingt. Wir haben eh so viel Graffel, aber was mitgeht, nehmen wir mit. So. Jo. Dann mal los, Kerl. Lade. 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 Aufseherfenster, Lade. Das sieht aus wie das Aufseherfenster, ne? Vom Vault. Vom Bauen. Ich brauch nicht. Aber schön flott. Einen Einkaufskorb, eine Lampe, ein verbranntes Klumpert. Ja, bitte. Hol mal deinen Staubsauger raus. Das schaut ein bisschen schmutzig aus. Da ist soweit so gut nichts. Fallen am Boden. Dabei liegt ein Roboterarm. Eine Sicherung, die ist mir auch mal rausgefallen. Die fällt mir des Öfteren raus. Ja, ich bin halt schon ein bisschen ein älteres Modell, müsst ihr wissen. Ja. Da fallen einem halt mal die Sicherungen raus. Es hält halt nicht mehr alles so gut, ne? Und immer was Neues kaufen ist auch kacke. Was haben wir denn da? Ein Terminal. Die Zukunft der Videospiele ist da. Beeindruckend. Sie, Ihre Freunde, mit dem neuen Robco RX-9000. Dieses Terminal ist mit einem verbesserten Prozessor und hochmoderner, marktführender Grafik ausgestattet. Ein kompatibles Demo-Holoband erhalten Sie von einem Vertriebsmitarbeiter. Ich glaube, da gibt es aber keine mehr von denen. Huch, das war's, mehr nicht. Okay. Wow, ein neuer Computer. Computer. Da ist auch einer. Was haben wir denn da? Das Terminal Robco-Modell E601 ist ein neues Terminal, das speziell für Geschäftsleute optimiert wurde. Ihrem Aufstieg nach ganz oben steht nichts mehr im Wege. Wenn Sie mit unserem hochmodernen System einschließlich Kalender, Kontakten und Nachrichtensystem stets organisiert bleiben. Die folgenden Beispiele demonstrieren die Anpassungsmöglichkeiten und die Detailgenauheit des E601. Tagesplan. Unser Tagesplan extrahiert Informationen direkt aus Nachrichten und Kalender. Er stellt sich mehr oder weniger von selbst zusammen. 9 Uhr. Budgetbesprechung, Zusammenfassung, Rückblick, 4. Quartal. Teilnehmer, CFO, VB Buchführung, VB Vertrieb. 12 Uhr, Geschäftsessen mit
Controlling. 15 Uhr Vorstandsbesprechung zu globaler Fusion. Zusammenfassung Vorteile der globalen Expansion. Teilnehmer CFO. Müssen wir das echt jetzt alles durchlesen? Nein, müssen wir nicht. Wir sind keine Geschäftsleute. Das ist uns wurscht. Was sagst du, Edda? Ja, Ma'am. Das ist uns wurscht. Perfekt, dann hauen wir hier ab. Und schauen weiter. Weg. Was haben wir da? Da ist nichts. Aber das Telefon nehmen wir gerne mit. Ja, da geht's runter. Oh, runter müssen wir. Nach unten drunten. Nach unten drunten. Halt, was haben wir da? Ja. Oh. Oh, da haben wir ein Passwort. Ja, ich würde mal sagen, du? Nein. Du? Nein. Du? Vergiss es. Ach komm, das ist ja nicht normal. Jupiter Pech. Reizputzi Dürken. Eine Haarklammerbox. Die nehmen wir aber auch gern mit. Ja, das nehmen wir auch mit. Darf ich jetzt nochmal Herrschaftszeiten? So. Und zwar Fred. Schau, jetzt mit Anhieb, ne? Bitte beachten Sie, dass sämtliche Mitarbeiter einer strikten Verschwiegenheitserklärung unterliegen. Verstöße werden nicht toleriert. Bekanntmachung. An alle Mitarbeiter von Mark Kirchfeld, Hauptgeschäftsführer. Ich möchte daran erinnern, dass alle Mitarbeiter der Robco Vertriebszentrale sich an folgende Verhaltensrichtlinien zu halten haben. Hände weg von Ladungen mit der Bezeichnung RP2851. Ich denke, dass sämtliche Mitarbeiter wissen, wie unsere üblichen Ladungen aussehen. Jegliches angeblich versehentliche Öffnen wird umgehend mit Kündigung sowie umfangreicher Befragung unserer Freunde im Kellergeschoss geahndet. Boah. Von allen Mitarbeitern wird erwartet, dass sie ihre Namensschilder tragen. Die Namensschilder sollten deutlich sichtbar oben rechts auf dem Hemd der Uniform angebracht sein. Bitte tragen Sie ihr eigenes Namensschild. Ja, welches denn sonst? Tauschen verboten. Kunden, Freunde und Familienmitglieder sind im hinteren Kundendienstbereich nicht mehr zulässig. Es ist ja ein Wahnsinn. Es ist ein Wahnsinn. Typisch Amerika, da musst du alles ausschreiben, alles, alle, weiß ich nicht, alles. Du musst den Menschen wirklich schriftlich mitteilen, wie sie zu leben haben, was sie tun müssen. Das sagt sie nicht das Hirn, der Hausverstand, ja, der ist sowieso beim Biller bei den Leuten, aber naja, unglaublich, oder? Anfragen an Abteilung Kundendienst. Anfragen an Abteilung Kundendienst. Henrietta Palange, so, ne? Beschreibung T. Sanchez. Mrs. Planche, behauptet, ihr Terminal funktioniere plötzlich nicht mehr. Die Standardfehlermeldung wird angezeigt. Sie meint, dass das System immer häufiger abgestürzt ist und jetzt nicht einmal mehr hochfährt. So viel zu plötzlich. Wenn ich mir sie so ansehe, würde ich sagen, dass sie ein ganzes Katzenfell an Haaren im Rechner steckt. Bitte was? Wahrscheinlich Überhitzung. Alter, Lösung, Vorgang läuft. Brovin Sullivan. Status geschlossen. Beschreibung, Kay O'Connor. Miss Sullivan behauptet, dass ihr E601 an ihr Büronetzwerk angeschlossen war, aber nie ihre Intramails verschickte. Außerdem sagte sie, dass das Benachrichtigungssystem, das wir beim Kauf für sie eingerichtet hatten, überhaupt nicht funktioniert. Keine Ahnung, wo das Problem liegt. Die alte Schachtel ist einfach zu deppert, um den PC zu bedienen. So einfach schaut das aus. Angeblich hat ihre IT-Abteilung den Computer überprüft, ohne herauszufinden, was damit nicht stimmt. Sie hat ihn hierher gebracht und mit einer Klage gedroht. Hat offenbar ein paar für sie echt wichtige Besprechungen vermurkst. Tja, Pech gehabt, ne? Bewertung. P. Pension sieht aus, als hätte Kamin ihren Computer sabotiert, bevor er ging. Bitte was? Keine Ahnung, ob das
was Persönliches war oder nur sein Abschiedsgeschenk. Ich glaube, ich weiß, was er da gemacht hat, aber ich kann nichts versprechen. Ich empfehle, dass wir dieses Terminal durch ein neues ersetzen und garantiert unkompromittiert ist. Unkompromittiert ist. So. Calvin Crenshaw. Status geschlossen. Beschreibung: Kay O'Connor. Crenshaw ist wieder mit seinem uralten Terminal da. Er ist jetzt mindestens 7 Jahre alt. Stürzt ab, wenn er rote Gefahr spielen will. Bewertung. S. Lee. Calvin wird nachgeben und ein neues Terminal kaufen müssen. Dieser alte NX-12 taugt mittlerweile nur noch für Dokumente und textbasierte Spiele. Er bräuchte mehr Speicher und den unterstützt dieses Terminal nicht einmal. Also entweder ein komplett neues Innenleben oder ein brandneues Terminal. Ihre Entscheidung. Ach du Heilige. Aber das ist heute noch der Fall, ne? Oh, Entschuldigung, da war noch was zum Öffnen. Das Safe. Ah, warte. Der Safe. Wo ist denn da der Safe? Ah, du da. Das kann man so entsperren, ne? Ist besser. Ja, sicher. Warte mal. Warte. Jawohl. Das wär's. Und jetzt da? Hier. Da kriegen wir beide Punkte. Wow. Wir sind so hinterfotzig. Bla bla bla. Haben wir das schon gemacht? Anfragen an Abteilung Kundendienst. Ja, ja, haben wir schon gemacht. Was schon? Halt! Nein, das war zu viel! Choppern! Safe, Steuerung. Schloss aktivieren, bitte. Ja, achso, da kriegen wir keine Punkte, ist nichts zum Hacken. Okay, schade. Schade. Macht nichts, das Telefon nehmen wir mit. Moa. Gut. Gut, gut, gut. Dann gehen wir weiter. Halt. Ich sehe dich leuchten, du Schwein. Haha, nicht mit mir, du Ferkel. Hast du das gesehen? Will er uns wegsprengen, die Mistsau. Ja, das ist so. Heute wird so hart geredet. Solange wir noch dürfen und können, reden wir hart. Halt. Das bricht sicher wieder zusammen. So. So, Falle. Ist irgendwo eine Falle? Nein, aber ein Terminal. Terminal. So, komm her. Kaputtes Terminal. Willkommen bei Termlink von Robco Industries Team. Terminal System Robco Modell RX6550. Die Systeme der Terminal-Einheiten wurden angehalten. Bitte überprüfen Sie, ob sämtliche erforderliche Hard- und Software korrekt installiert wurde. Falls weiterhin Probleme auftauchen, sollten Sie sich umgehend an die nächste Robco-Vertriebszentrale wenden. Die gibt's nicht mehr. Die wird uns, glaube ich, nicht mehr helfen tun. So, zumindest nicht auf diese Weise. Wenn es noch Überlebende von dieser Branche gibt, von dieser Firma gibt, so muss ich sagen. Da unten haben wir alles. Keine Falle, gut. Schere. Schere, Stein, Papier. Was ist da? Ah, Commonwealth. Warte, da geht's wieder raus. Warte kurz. Zuerst machen wir hier alles fertig und dann gehen wir raus. So, da ist noch was drin. Da haben wir noch was. Da ist leer, oder? Jo. Dann haben wir hier noch ein bisschen was. So, mitnehmen. Das ist eh kaputt. Voll bedrohlich, hä? Ja, ist eigentlich zum Mitnehmen. Ja, können wir machen. So, dabei sind wir hier fertig. Ui, lecker. So, wo müssen wir da jetzt hin? Da hier. Da geht sie auch wieder raus. Hä? Bitte was? Kann nicht stimmen, oder? Naja, vielleicht aber doch. Ah, hier haben wir was. Entschuldigung. Seltsames Gerät.
Edda? Hier drüben. Schau mal da. Was ist das? Benutzt das. Brav, Edda. Geil! Ja, sicher. Wie ist denn das versperrt? 20.000 Türen? Das ist schon leicht übertrieben, oder? Geil! Alter, ist das geil! Cool! Das ist echt cool. Das ist richtig cool. Nochmal 20.000 Türen. Alter, ist das cool. Hallöchen. Popöchen. Was? Jetzt fange ich schon an mit sowas. Entschuldigung. Hallo. Was haben wir denn da? Viel Graffel nehmen wir gerne mit. Schau. Das sind mal brauchbare Spins. Mit Flaschenkürbel. Flaschenkürbel. Ja. Mit einem Flaschenkürbel. Das ist die botanische deutsche Bezeichnung dafür. Na komm. Bravo. Super. Leer, freilich. Jo, sicherlich, freilich. Mach mal zu, den Dreck. Okay, da ist nichts mehr. Telefon, Ordner. Na, liegst du gut? Scheint es gewesen zu sein. Danke, Edda. So. Ein Fusionskern, den nehmen wir auch gern mit. Geht's hier weiter? Schaut's aus, ne? Oh je, Madonna. Entschuldigung. Da musste ich wieder husten. Ich bin mir recht sicher, dass es hier nicht weitergeht. Dass wir wirklich hier weitergehen müssen. Edda, geh mal ein Stück bitte zur Seite. Ui. Das Hühnchen heute Mittag war dann doch zu viel. Ja. Kann ich das mitnehmen? Vielleicht? Nein? Deko-Pilz? Deko-Pilz. Okay. Eine Koffeetassen und ein Zigarettenschacht, ein Haufen Zigarettenschachtel. Ja. Eine Babyflasche im Müllkübel. Was? Steuerungsterminal. Okay. Was ist denn das? Ich wollte mich nur kurz mal umschauen. Ein Aufzug, okay. Aha. Ja, freilich. Nein! Ja! Super! Da hinten fährt was. Boah, ist das leicht unheimlich da. Bist du gescheit? Aber wir müssen noch mal rein. Lalilalila. Terminal Nummer 1. So, Sicherheitsterminal. Wieder eins von Robco. Sicherheitsalarm. Epsilon, der sechste, aktiviert. Ja. Alle Systeme wurden gesperrt. Sichern Sie Ihre Station und warten Sie auf weitere Anweisungen. Autorisierungsrichtlinien.
Sämtliches Personal muss beim Betreten oder Verlassen der Anlage eine Dekontaminierung durchführen. Sämtliches Personal muss einen Sicherheitsausweis mit Rang 22 Minimum und einem aktuellen Foto vorlegen. Jeglicher Verstoß führt zu sofortiger Sicherheitsabriegelung, bis die Person befragt und überprüft wurde. Gäste müssen einen vom General Rawlings und dem begleitenden Mitarbeiter unterzeichnete Berechtigung vorweisen und dürfen zu keinem Zeitpunkt ohne Begleitung sein. Gäste ohne Begleitung werden zur Befragung festgehalten. Der begleitende Mitarbeiter ist für ihre Handlungen haftbar. Großartig. Sicherheitsprotokoll Referenz. Sicherheitsalarm Epsilon, der sechste aktiviert. Nochmal dasselbe, okay. Fehler. Die Sicherheitsprotokolldatenbank ist beschädigt. 4 von 219 Daten wiederhergestellt. Das ist viel. Super. Dateien anzeigen. Der 0, also der 45. Gegenspionageprozedur Klasse 5. RB 2851 Sicherheitsprotokoll 45. Gegenspionageprozedur. Prozedur Klasse 5. Wenn der Leiter der Einrichtung berechtigten Grund hat, von einem Sicherheitsverstoß durch einen ausländischen Geheimdienstagenten auszugehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf chinesische Agenten oder Sympathisanten, aktiviert er die Gegenspionageprozedur Klasse 5. Im Falle eines Alarms der Klasse 5 wird die gesamte Einrichtung geringfügig abgeriegelt. Sämtliche Mitarbeiter müssen sich an ihren Stationen melden und weitere Anweisungen des Sicherheitspersonals abwarten. Mitarbeiter, die sich nicht zeitnah melden oder im Anschluss abwesend sind, werden als Verdächtige betrachtet und auf Sicht erschossen. Ja, bist du narrisch? Was ist, wenn du gerade am Klo bist und Durchfall hast? Also das sind Arbeitsbedingungen fürchterlich. Sicherheitsteams begleiten die Mitglieder der Abteilungen zu den Forschungslabors auf Ebene 3, wo sie befragt werden. Der Chefwissenschaftler bereitet ein mit Messmetron ausgestattetes Robohirn vor, das bei der Befragung unterstützt. Aufgrund des instabilen Wesens des Geräts ist mit Verlusten durch spontane Gehirneruption zu rechnen, in der Größenordnung von 10-15%. Sollten Agenten entlarvt werden, ist der Leiter autorisiert, sie mit allen nötigen Mitteln festzunehmen und der Forschungsabteilung zu Versuchszwecken zu übergeben. Bitte was? Es ist ja übel. Nach Abschluss der Befragung beendet der Leiter den Alarm nach eigenem Ermessen. Warnung. Ja, nochmal Warnung. Ich bin auch so eine Warnung. 074 Sicherheitsalarm Gamma 9 wird es sein, oder? Gamma 9. IX ist 9, ja. Für den Fall eines koordinierten Ausbruchsversuchs und oder feindseliger Handlungen der Testpersonen ist jeder Aufseher der Klasse 2 oder 3 dazu autorisiert, einen Sicherheitsalarm Gamma 9 in Kraft zu setzen. Beim Inkrafttreten des Sicherheitsalarms Gamma 9 wird eine Hochsicherheitsabriegelung des Forschungsflügels sowie eine geringfügige Abriegelung aller anderen Orte durchgeführt. Im Forschungsflügel werden sämtliche Sicherheits- und Verteidigungssysteme aktiviert. Alle lokalen und remote Funktionen des Terminals werden deaktiviert und sämtliche Sicherheitstüren in den Zellenblockbereichen werden verriegelt. Der Leiter der Einrichtung sollte diesen Alarm als Gelegenheit für einen Einsatztest nutzen und alle verfügbaren experimentellen Roboter zur Sicherung des Forschungsflügels nutzen. Hui, es ist mit Verlusten unter den Testpersonen zu rechnen. Sollte der Leiter eine vollständige Eliminierung für nötig erachten, ist diese autorisiert. Ja, bist du deppert. Die Sicherheitsteams müssen eine methodische Durchsuchung des Forschungsflügels durchführen, bevor sie Entwarnung geben und diesen Alarm beenden. Der Leiter muss einen Vorfallsbericht RM13 sowie einen Antrag auf neue Testpersonen beim Aufsichtsgremium für Militärrobotik einreichen. Bist du gescheit?
087, Sicherheitsalarm Epsilon 6. Im Falle eines Vergessens der Koordinierungsprotokolls Code KPC 021, das einen Massenaufstand des Roboter-Hausmeisterpersonals zur Folge hat, siehe Definition Anhang 3, ist jeder Aufseher der Klasse 2 dazu autorisiert, einen Sicherheitsalarm Epsilon 6 in Kraft zu setzen. Super. Beim Inkrafttreten eines solchen Alarms werden sämtliche Sicherheits- und Verteidigungssysteme aktiviert, alle Remote-Funktionen der Terminals deaktiviert und der Kontrollraum wird automatisch abgeriegelt. Prima. Arbeitern wird geraten, sich zu bewaffnen und am Ort zu verweilen. Innerhalb von 10 Geschäftstagen wird eine externe Analyse des Aufsichtsgremiums für Militärrobotik AGMR erstellt, anhand derer die angemessene Vorgehensweise ermittelt wird. Dieser Alarm kann außer Kraft gesetzt werden, erstens durch Remote-Autorisierung des AGMR oder zweitens durch das Anlagenadministrator vom Mastersteuerungsterminal im Kontrollraum aus. Bist du deppert? Als Notfallmethode für den Fall, dass der Kontrollraum kompromittiert wurde, kann vom Aufzugsteuerungsterminal in Sicherheitsraum 3, wer soll sich denn das alles merken, aus einer begrenzten manuellen Außerkraftsetzung durchgeführt werden. Zur Aktivierung der Außerkraftsetzung werden Stimmsignaturen von 3 registrierten Aufsehern der Klasse 2 benötigt. Ach du Schande. Und zu guter Letzt noch 219, Omega-Protokoll. RB 2051, hier Protokoll 219, Omega-Protokoll. Im Fall bestätigter Nuklearexplosionen setzt der Leiter der Einrichtung oder in seiner Abwesenheit der ranghöchste diensthabende Aufseher in der Folge amtierender Leiter eine vorübergehende Abregelung in Kraft, bei der alle Mitarbeiter angewiesen sind, an Ort und Stelle Unterschlupf zu suchen. Großartig. Mit einem Abbruch des Kontakts ADK zur militärischen Befehlskette ist zu rechnen. Nach einem Zeitraum von nicht weniger als 12 Stunden wird ADK versuchen, der amtierende Leiter den Kontakt wiederherzustellen. Siehe Notfallkommunikationsprotokolle Anhang 9. Jegliche Anweisungen, die aus dieser Kommunikation entstehen, sind vorrangig zu diesem Protokoll zu befolgen. Verstehst? Für den Fall, dass die Kommunikation nicht innerhalb von 24 Stunden nach ADK wiederhergestellt werden kann, leitet der amtierende Leiter eine geordnete Abriegelung der Einrichtung ein. Die Testpersonen werden in diesen Zellen eingeschlossen. Mitarbeiter der Einrichtung, die vor Ort verbleiben, löschen sämtlich sensible Daten und Aufzeichnungen, fahren ihre Station herunter, bewaffnen sich und sammeln ihre persönlichen Besitztümer ein. Falls die Kommunikation nicht innerhalb von 30 Stunden nach ADK wiederhergestellt ist, aktiviert der amtierende Leiter Abregelungsmodus Omega. Im Anschluss besteht ein Zeitfenster von 10 Minuten für alle Mitarbeiter, die Einrichtung zu evakuieren. Diese Evakuierung soll als dauerhaft angesehen werden. Nach Aktivierung kann die Abregelung nur durch Remote-Autorisierung des Aufsichtsgremiums für Militärrobotik aufgehoben werden. Sind wir fertig? Ich glaube. Bist du gescheit? Das war jetzt echt intensiv. Ich brauche noch was zu trinken. Ja, Herrschaftszeiten. So, Edda. Weiter geht's. Da sind wir. So, das nächste Terminal. Gut. Wir können wieder einen Code suchen tun. Jawohl, cool. Und zwar Steuerung Dekontaminierungssystem. Ja, geht da was? Ja, da geht was. Warnung, Manipulation entdeckt. Jeglicher Versuch, ein Dekontaminierungssystem MK11 zu hacken, zu modifizieren oder zu verändern, ist strikt untersagt und kann zur Erlöschung der Garantie führen. Aha. Dekontaminierung aktiviert. Ich hoffe, das hat hingehauen. Turmsteuerung.
Ja, bitte seien Sie vorsichtig, gehen Sie stets davon aus, dass Türme geladen sind. Ja, das ist eh der Standardtext. Aktivieren, bin ich deppert, über Ihr Verteidigungssystem. Wo? Die Geschütztürme sollten ausschließlich von ausgebildeten Personen genutzt werden. Ja, das wissen wir eh. Systemdiagnose. Ja, offline. Alles offline. Okay. Hoppala. Ja, ne? Da, wo rennst denn du schon wieder hin? Sicherheitstürsteuerung wollte ich noch machen. Türen schließen. Na, passt alles. Alles gut. Hallo, hallo, hallo. Elektrische Störung der Sensoren. Sensoren deaktiviert. Das ist natürlich auch fein. Das ist sogar sehr fein. War da nicht noch ein Terminal? Ein drittes. Moment, das hier, ne? Oder? Was haben wir denn da Schönes? Bla bla bla. Aha, wieder ein Code suchen. Ja, perfekt. Manuelle Überbrückung aktivieren. Bitte, ja. Geht das? Ja, geht. Bitte autorisieren Sie sich. Hat es jetzt hingehauen? Warnung. Aha. Außer Betrieb. Ja, geht dann halt nicht, ne? Den nehmen wir noch mit. Gut. Piep, 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 piep. Haben wir das Ding kaputt gemacht mit dem... Oh. Müllbot. Hallo. Achso. Hallo. Das war jetzt eigentlich Servus, nicht das, was ich eigentlich. Super. Der ist aber hin. Ah, da, Entschuldigung. Ja, der ist auch hin. Au! Was soll das? Hallo. Hallo, spinnst du, du kleiner Kerl? Wer ist da noch? Da hinten? Was, wo, wie, wer? Au! Krippel! Wie dumm du schierst. Ja, weg mit dir. Ist jetzt Ruhe? Ich muss mal was essen. Ja. Rechter Arm, linker Arm. Was haben wir da noch Schönes? Jo. Nehmen wir auch noch gerne mit. Dich hatten wir jetzt schon, ne? Ja. Jetzt bist du noch. Du noch. Und wo ist dieser Augenkackbot? Da. Da ist auch einer verschrottet worden. Sehr fein. Was ist das? Ah, Edda. Mach mal. Da wäre, da hätte es gebrannt, okay? Was? Da ist was? Staubwedel. Mhm. Das war die Putze. Na, großartig. Ein Löscher. Der Party ist auch schon wieder gleich zu Ende, wie die Zeit vergeht. Das ist echt übel, ist das. Einen Moment, bitte. Ich muss mir jetzt echt was zu trinken holen. Jetzt fange ich schon Husten an. Hüstelchen. Der letzte Kampf steht bevor. Ich hoffe was? Nur, dass wir beide ihn überleben werden. Echt jetzt? Ist schon soweit? Das würde sich dann vielleicht noch in dem Part hier ausgehen, ha? Das wäre echt eine Geschichte. Wieder mit ein bisschen Überlänge. Dafür wäre hier die Quest dann wieder zu Ende. Ich bin schon überladen. Edda, du kriegst gleich was zu schleppen. Na, fast. Na, immer noch nicht. Wird schlimmer, Scheibe. Komm schon. Na, jetzt. Hallo? Nein. Nein. So, Entschuldigung für die spontane Störung. Kann schon weitergehen. So, wir looten. Wir looten, looten. So, also her damit mit dem ganzen Graffeln. Jo. Genau, richtig. Wir sind überladen. Ich merk's gerade. Wieder. Liebe Edda. Hey.
Hilf mir bitte beim Schleppen. Pack deine Einkaufstüten aus, jetzt geht's rund. So, rund. Rund und gesund. Wow. So. Ja. So, das Zeug hier mal. Siehst du, so viel Rüstungsklumpert haben wir gar nicht, ne? Da kann sie schön helfen, den Schrott zu schleppen und dann passt das schon, ne? Und dann sind wir hier auch schon so gut wie durch. Ich glaube, das ist eine recht brauchbare Lösung des Ganzen hier, würde ich sagen. So, Mods haben wir auch. Schau, kann sie auch noch schleppen, wenn sie will. So, danke, Edda. Und dann geht's auf zum Endkampf. Hallo, der Schlechte ist hier. Boom. Da schaut's aus, ne? Wie wär's hier mal mit zusammenräumen und so? Ist vielleicht ein heißer Tipp. Ich habe irgendwie das Gefühl, es wird hier gleich. Super, der Alarm geht schon los. Das habe ich wieder klasse hinbekommen. Und es geht schon um, ne? Da haben wir schon. Ein Mini-Wachbot. Der ist doch ein großer. Da. Oh. Wollte den Kopf verwischen. Aber die Edda. Wow! Aber ich bin so froh, dass die Edda so stark ist schon. Na, das habe ich super hinbekommen. Ist jetzt hin? Yeah! Halleluja! Was? Hat sie gerade schon wieder Arschloch gesagt? Da oben ist so ein Geschützturm. Boom. Supi. So, dann ruhen wir gleich mal aus. Was haben wir denn hier noch Tolles und Schönes versteckt? Ü-A-Ü. Nur ein Schreibtisch. Mehr nicht. Produktionssteuerungsterminal. Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Lala, Sicherheit. Ach Gott, schön das zum Lesen. Oh mein Gott. Persönliche Aufzeichnung Lieutenant Justin Green, US Army, Robotikabteilung, Eintrag 0D77HR056, Status quotiert. Mir wurde heute die Leitung der Produktion übertragen. Der Idiot von General Atomics wurde abgezogen, nachdem die Effizienz der Abteilung unter 90% gefallen war. Diese Trottel aus dem privaten Sektor haben es leicht reden. Das muss man sich mal vorstellen. Erst miese Leistung bringen und dann muss man nicht mal Verantwortung dafür übernehmen. Moment, waren das Politiker? Ich werde hier unten dafür sorgen, dass alles wieder anständig läuft. Jawohl. Dann sehen diese Zivilisten mal, wie das US-Militär Sachen regelt. Jawohl. Ja, mit Pauken und Trompeten. Persönliche Aufzeichnungen wieder mal von Lieutenant Justin Green, US Army Robotikabteilung. Eintrag 0D77HR078 kodiert. Status kodiert. So. Es hat eine Weile gedauert, aber ich bin endlich die letzten Trottel von General Atomics in meiner Abteilung losgeworden. Wow, einfach um die Ecke gedreht, passt schon. Für wen haben die sich eigentlich gehalten? Ich habe noch nie einen Haufen so fauler Nichtsnutze gesehen. Verschlammte Dokumente, verlorene Vorräte, miese Qualität bei der Fertigung. Was es auch war, diese Clowns waren immer schuld. Und dann war da noch diese Sarah Wolitzek, wie die eine heißt. Boah, typisch Ausländer, ne? Was? Ja, ist so. Das steht hier so. Die sollte GAS, große Nummer hier unten werden. Ich habe sie erwischt, wie sie die Robo-Hirnköpfe an einen unserer Rekompilierer angeschlossen hat. Und dann mit ihnen reden wollte. Sie hat sie gefragt, ob sie traurig sind und ob sie Schmerzen spüren. Will sie mich verarschen, die dumme Bute?
Ich habe sie direkt gefeuert. Ausgefeuert, mit die anderen um die Ecke gedreht. Aus, weg damit. Keine Ahnung, wie das Firmen schaffen, ohne Disziplin irgendwas erledigt zu bekommen. Indem sie Leute wie dich haben, Schnucki. Wenigstens einen pro Firma. So, und letzter Eintrag. Wieder mal vom Justin Green. Der Eintrag ist 0D77HR078. Status wieder mal kodiert. Endlich arbeitet die Anleitung. Nein, nicht die Anleitung, sondern die Abteilung. Jawohl. Wieder mit voller Effizienz. Jetzt, da alle Posten mit Soldaten besetzt sind, wird die Arbeit termin- und budgetgerecht und ohne Fehler erledigt. Jawohl. So betreibt man eine Fertigungsstraße. Richtig. Von uns könnt ihr noch was lernen, General Atomics. Ja, sieht man. Ja, wo seid ihr jetzt alle? Futsch. So, Alter, was sind da, da muss noch irgendwo ein Gegner sein, oder was? Weil das so ein Lärm ist. Aber den schauen wir uns erst im nächsten Part an. Weil für heute ist auch Schluss. Schluss, aus, Ende, fertig. Ich glaube, das müsste passen von der Zeit jetzt her. Ich hoffe, ich verdumme mich nicht. Na gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!